Ich war jetzt ganz lange auf Portemonnaie. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausgefunden, wer die Person ist, die ich suche. Ich hoffe, ich kann sie überhaupt noch finden. Nicht, dass es irgendwie ein Pirat war. Der jetzt schon weg ist. Momentan schon wieder fest zur Nachtzeit zu sein. Jetzt scheint es wieder im Wechsel zu gehen. Ich habe ja auch jetzt das Gebiet gewechselt. Und so, ich bin jetzt. Ich weiß nicht, ist das jetzt der linksbündige Mond, den ich gerade habe? Wenn ja, müsste ja eigentlich das Schiff irgendwo hier sein. Ich kann es nirgendwo sehen. Okay, einer der fliegenden Händler ist auf jeden Fall hier. Sicher. Okay. Trifor-Splitter zu finden, ist so eine Sache. An sich verstehe ich jedenfalls dieses linksbündige und rechtsbündige Mond nicht so sonderlich richtig. Bin ich das hier doch was mit dem. Ich muss ja doch eher in Richtung offener Mond gehen. Das muss schon sicher im Mond sein oder so. Ach, ich weiß auch nicht. So. Grundsätzlich muss ich sagen, an der Stelle, die Aufnahme geht eigentlich schon lange genug. Ich werde jetzt noch mal kurz zum Niemandsland reisen. Da mir jetzt die Urkunde ja gehört. Und dann, ja, mache ich für heute Schluss. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich noch auf das Schiff kommen. Und ja, die restlichen Herzteile. Ich weiß halt echt nicht. Vielleicht mache ich die nächste Aufnahme, versuche ich vielleicht noch alles zu finden, was ich sonst noch so habe. Aber danach wird es halt langsam, aber sicher so kritisch, dass ich vielleicht doch nachgucken muss. Vielleicht muss ich auch schon in der nächsten Aufnahme anfangen nachzugucken. Ich meine, ich brauche noch exakt 12 Herzteile, wenn ich das richtig sehe. Wenn die nicht zufälligerweise alle irgendwie bei der Auktion teilweise noch sind im Portoil. Portemonnaie. Dann weiß ich auch nicht.
Ich hab's mir irgendwie gedacht, dass er damit kommt. Diese Unverfrorenheit reibt er mir, klärt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Nanu? Aber das ist doch... Dann ist der... dann seid ihr also mein neuer Herr? So meint euer Name? Nicht wahr? Oho. Einen wirklich schönen Namen habt ihr da. Ehrenwetter Osuma. Herr Osuma. Bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Okay. Entweder Herr, seid ihr vielleicht an dem liebsten Zeitvertreib des Adels interessiert? Jawohl. Soll ich euch die Regeln des Spiels erklären? Glaubt ihr, ich sei dumm? Ich hoffe, ihr habt eine vergnügliche Zeit. Okay. So, oberste Reihe haben wir fertig. So, das Ding muss jetzt, dorthin. Okay. Nächste Reihe fertig. Das kommt dahin, das heißt, der Finger kommt dahin. Oh. Moment. Ich glaube, das hier sollten eigentlich obere Teile sein. Okay. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Rest falsch zusammengesetzt. Dann fangen wir unten an. So. Okay. Ja. Ja.
Jetzt muss ich nur noch das eine Teil nach rechts kriegen, irgendwie. Wieso ist da jetzt eine Lampe an? Ganz vortrefflich, Alberto Hosoma. Ihr erweist euch als wahr, mich war nicht des Adels würdig. Lasst mich euch meinen tiefsten Respekt in Form dieses Geschenks bekunden. Bitte nehmt diese bescheidene Gabe an. Oh mein Gott, nein. Kauft euch was Schönes. Bitte geduldet euch noch ein wenig, bis ich das nächste Bild vorbereitet habe. Ihr könnt ja so lange draußen verweilen. Oh Mann, muss ich jetzt ernsthaft davon 16 Stück lösen? Das ist alles in der Villa? Nicht ganz, okay. Gut, den geheimen Eingang haben wir gefunden. Ich ihn schon mal abstreichen. Außerdem kann ich den Oktopoden abstreichen. Das hatte ich ja getestet. Ach, die Ratten wieder. Hab ich noch Futter? Ja, einmal. Okay. Oh. Das ist alles.
Gut. Ich dachte, hier wäre so eine Ratte. Oh je. Komme ich von hier? Nee. Scheint es weiter zu gehen. Von hier bin ich gekommen. Gut. Jetzt wieder in dem neuen Teil. Okay, da gibt's nichts. Oh, hier ist schon wieder der Ausgang. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Komme ich jetzt hin? Hier wieder nach einem neuen Ausgang was? Ah, ich bin wohl im Ziel. Yes.
gut, mein Trevor's Teil hätte ich damit, meine Schatzkarte. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie schaffen. Aufs Geisterschiff zu kommen. Damit ich die letzte auch noch finde. Das Geisterschiff ist definitiv Main Quest. Dieser Butler trägt Zöpfe mit einem Maid-Outfit. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Jeder wie er möchte, aber... Naja. Zöpfe... Okay. Ich wollte eigentlich noch mal das Bild mir angucken. Naja, egal. Das gehört auf jeden Fall schon wieder hin. Die Haare sind wahrscheinlich ganz oben. Zumindest gehe ich davon aus, dass es diesmal so sein wird. So. Das linke Ohr. Auge, Auge. Rechtes Ohr. Linke Ohrring. Es ist wieder... Okay, gut. Es ist wieder ganz unten.
Fast. Ich muss mal wieder die eine Seite für die andere kriegen. Also ja, wir werden alle 16 Bilder machen, auch wenn es nichts bringt. So, was sagt denn jetzt momentan mein Kartenbildschirm? Triforce Karte 2. Triforce Karte 4 fehlt mir noch. Ich habe wieder drei Schätze, die ich noch ausheben muss. Einen Triforce und zwei andere, die hoffentlich Herzteile sind. Ja, sind auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu tun. Wie man sieht, ich bin erst fertig, wenn ich alle Schatzkarten geplündert habe und demzufolge hier überall ein roter Kreis drauf ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 49 gibt. Es wären jetzt noch 7. Also ich habe noch eine Triforce-Schatzkarte und mindestens zwei Herzteil-Schatzkarten. Wir haben auch 45. Ich weiß nicht, wo es die restlichen 2 gibt. 4 gibt. Aber, naja, ich denke mal, die werden wirklich für jedes Feld einen Schatz eingebaut haben. Weil die Karte ist jetzt schon so maserhaft. Ja. Sobald ich das Geisterschiff geschafft habe, könnte ich die Story beenden. Ich weiß allerdings noch nicht, womit ich da raufkomme. Vielleicht muss ich ja tatsächlich sogar noch einen Schatz finden, der mir erstmal die Karte für diese Geisterschiffroute offenbart, weil ich weiß nicht. Das ist ja der einzige Hinweis, den ich habe bezüglich des Geisterschiffs, dass man eine Karte braucht, um da ranzukommen. Das wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde. Vielleicht finde ich eine Karte irgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht ist die Fotoquest essentiell dafür. Ich glaube auch, dass ich die Sonne fotografieren soll, aber erst mit einem
Aber ich mu muss vorher wahrscheinlich erstmal ein Farbbild hinkriegen, irgendwie. Ich weiß echt noch nicht. Also müsste ich erstmal den größten Angsthasen der Stadt finden. Naja. Dinge über Dinge. Mir wurde gesagt, die Mini-Tunnel-Galerie kann ich eh schon vergessen. Die habe ich anscheinend verkackt, weil ich hätte ich was früher machen müssen. Aber da soll es kein Herzteil geben, also ist das halb so wild. Naja. Das ist jedenfalls momentan mein Stand. Die fliegenden Händler muss ich auch nochmal ein bisschen rotieren. Dass ich von jedem da diese Tausch-Item kriege. Werde ich die wahrscheinlich bei der Stadt kaufen und dann mal einmal so rum die rum alles einmal verkaufen oder so, keine Ahnung. Gut. Das soll es aber gewesen sein von The Legend of Zelda The Wind Waker. Beim nächsten Mal weiter Richtung 100%, weiter Richtung letzte Triforce-Teile. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal die drei Schätze, die mir noch fehlen, gerade wieder aushebeln und dann gucken, was ich noch im Portemonnaie machen kann. Weil es muss ja noch was im Portemonnaie sein. Und ich werde garantiert auch noch weiter diese Puzzle hier machen. Ja. So viel dazu. Gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.